Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns den Chiphersteller AMD an, wieso die auch vom Kryptomarkt leiden. Wir schauen uns Binance, Bittrex und Bitfinex Statements an, welche sagen, hey, wir wurden gar nicht gehackt, unsere Daten sind noch hier. Und dann schauen wir uns noch eine Partnerschaft zwischen Bitstamp und Dukas Kopie an. Springen wir gleich in diese erste News Story, und zwar geht es um den Chiphersteller AMD. AMD stellt nicht nur Chips, Prozessoren her, sondern eben auch Grafikkarten, die sogenannte Radeon RX 580 GPU, also Grafikkarte, war oft oder wurde oder wird oft gebraucht bei Kryptoschürfern im Einsatz. Und jetzt sind die aber von einem Hochpreispunkt von 550 US-Dollar mittlerweile auf 180 US-Dollar gesunken. Das ganz einfach, weil eben die Nachfrage nach Kryptoschürfern und Schürfgeräten einfach auch gesunken ist. Jetzt leidet natürlich AMD auch stark darunter, weil sie eben im Q3, also im dritten Quartal 2018, entsprechend gute Resultate hatten, aber jetzt das Q4 und vor allem auch das Q4 2018 und Q1 2019 entsprechend schlechter ausfallen werden. Nicht nur AMD hat diese Probleme, auch Nvidia, der Grafikkartenhersteller Nvidia, hat auch Probleme, obwohl ja Nvidia letztes Jahr gesagt hat, der Kryptomarkt ist eigentlich gar nicht so speziell für uns, wir fokussieren uns weiterhin auf die Gamer, den Game-Markt, aber man sieht eben, dass der Kryptomarkt mehr Einfluss hat, als man denkt. Jetzt, was AMD, beziehungsweise falls ihr AMD-Aktien haltet, was ihr da machen könnt, macht euch auf jeden Fall auf schlechtere Resultate gefasst. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich auch im Aktienkurs von AMD widerspiegeln. Nächste News Story haben wir hier. Vor ein paar Tagen ist ein Hacker rausgekommen, der sich Exploit.dot nennt und hat sogenannte KYC, also kenne deinen Kundendaten, angefangen im Internet zu verkaufen. Er hat behauptet, er habe Daten von den unterschiedlichen Börsen wie Binance, Bittrex, Poloniex und Bitfinex. Jetzt kommen aber die Börsen immer mehr raus, zum Beispiel Binance und auch Bitfinex, und die sagen, wir haben unsere Systeme überprüft, unsere Daten wurden nicht gestohlen. Und Binance hat auch gesagt, wir verschlüsseln unsere Daten bzw. werden unsere Daten entsprechend mit einem Prozess, in einem Wasserzeichen ausstatten, das eigentlich ziemlich sicher ist, dass es nicht von uns gestohlen wurde. Und solche Sachen wird es noch oft geben. Also man wird noch viel Angstmacherei in diesem Markt ausprobieren, vor allem jetzt, wo die Gelder eigentlich weniger rum sind, wo das Volumen, die Liquidität am Sinken ist, werden die Leute versuchen, einen anderen Weg zu finden, um Geld zu verdienen. Manche werden versuchen, Daten zu stehlen und diese in Gelder zu umwandeln, und andere werden natürlich weiterhin versuchen, die Börsen zu hacken. Ich glaube nach wie vor daran, dass Binance eine der besten Kryptofirmen ist, was Verschlüsselung, was die Datensicherheit etc. angeht. Von daher habe ich dort keine Zweifel, dass Binance auch entsprechend ihre Systeme analysiert hat. Letzte News Story von heute. Und zwar Bitstamp hat eine Partnerschaft mit der schweizerischen Onlinebank Dukas Kopie ist sie eingegangen. Und zwar wurde das gestern bekannt. Bitstamp ist in Liechtenstein, soviel ich weiß, angemeldet, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaubte Bitstamp sei in Slowenien, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob mit der Akquisition von Belgien, von der NXMH, ob sich da dann etwas geändert hat. Jetzt stellt sich aber heraus, dass Bitstamp eben mit Dukas Kopie eine Partnerschaft hat, und wenn wir hier auf Bitstamp gehen, für die Podcast-Hörer, ich gehe hier schnell auf Bitstamp schauen, sehen wir hier unten bereits, es gibt auch eine Partnerschaft mit Swissquote, und für die Schweizer unter euch, Swissquote auch eine Online-Bank, das heißt Bitstamp hat bereits unterschiedliche Partner im schweizerischen Bereich. Im schweizerischen Trading-Bereich, und Dukas Kopie ist jetzt speziell fokussiert auf den Forex-Markt. Das heißt, man kann mit Hilfe von Bitstamp und Dukas Kopie eben Bitcoin und US-Dollar bzw. Euro umwandeln, traden und dann wieder entsprechend aus dem Konto rausnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass immer mehr solche Partnerschaften
zusammenkommen werden. Es ist ganz klar, dass die Banken ein gewisses Interesse haben. Jetzt Dukowskopi und Swissquote sind natürlich reine Online-Banken. Die ganz großen kommen da noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren, sei es eine UBS, eine Deutsche Bank, eine Credit Suisse, auch entsprechend Partnerschaften mit Kryptobörsen eingehen werden oder eben ihre eigene Kryptobörse entsprechend launchen werden. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben. Das ist auch schon von der heutigen Folge. Ich wünsche euch heute auch noch einen schönen Samstag. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.